Mega, so. Die gehen immer von Deckung zu Deckung, hast du gesehen? Das ist Angst vor Greifvögeln. Meistens nur nicht mit, weil diese Tiere eben so flink sind und dazu noch Rasen anlegen.
eben anders als bei den anderen Malearten bei uns im Otterzentrum, die dämmerungs- und nachtaktiv sind. Bei denen kann man sagen, die Ordnung ist mit dunkel. Wir gehen mal Otter oder Dachse beobachten zum Beispiel. So einfach ist das bei diesen Tieren nicht. Das sieht dann so aus, dass sie vielleicht 2 Stunden unterwegs sind, sich dann für 4 Stunden schlafen legen, dann sind sie wieder 1 Stunde unterwegs. Machen das also immer, wie es ihnen gerade so in den Kram passt. Das ist auch ein Grund eben, warum man sie in der Natur so selten sieht. Hinzu kommt noch, dass sie eben recht oft unterirdisch unterwegs sind. Und dann kommt noch hinzu, dass sie ein relativ großes Revier haben für ihre kleine Größe. Ein Hermelin-Revier beträgt ungefähr 40 Hektar. Zum Vergleich, das ganze Otterzentrum hat eine Größe von 6 Hektar, ist also nur ein minimales Hermelin-Revier. In diesem Revier lebt dann wirklich nur ein Tier. Die der Weibchen überschneiden sich mit einem Revier von einem Männchen, sodass sie sich eben auch in der Natur fortpflanzen können. Was dann alles auch recht schnell vonstatten geht. Die aktive Zeit, die so ein Hermelin tragen ist, beträgt ungefähr 2 Monate. Sie können das aber bis zu 9 Monaten hinauszögern und selbst entscheiden, wann sie die Kinder gebären wollen, weil es eben auch immer darauf ankommt, wie das Nahrungsangebot gerade aussieht. Das nennt man Keimruhe und das findet man bei einigen Marderarten in der Natur so vor. Ja, momentan tragen diese Tiere ihr Sommerfell, also das zimtbraune Rückenfell, ein weißes Bauchfell und die sehr auffällige schwarze Schwanzspitze. Für den Winter färbt sich so ein Hermelin immer um, dann ist es weiß mit schwarzer Schwanzspitze. Wäre es rein weiß, wäre es natürlich auf dem Schnee sehr, sehr gut getarnt vor den Feinden. Nun hüpft da aber immer so ein schöner kleiner schwarzer Punkt über den Schnee, was ja doch recht auffällig ist. Aber auch das hat in der Natur seinen Grund. Das nennt man aktive Tarnung. Denn der größte Feind von so einem kleinen Hermelin im Winter ist der Greifvogel. Der könnte ein rein weißes Hermelin ohnehin vom weißen Schnee unterscheiden, weil er eben sehr, sehr gute Augen hat. Bei den Tieren ist es aber so, dass sie sich immer nur auf den markantesten Punkt ihrer Beute konzentrieren, weil es eben meist der Hals- und Nackenbereich ist. Beim Hermelin ist es nämlich schwarze Schwanzspitze. Und da hat das Hermelin auch recht viel Glück, könnte man sagen. Denn wenn der Greifvogel jetzt auf dieses kleine Tier hinabstürzt und es erbeuten möchte, dann hat er, wenn er Glück hat, nur ein paar Haare in der Kralle, weil so ein Schwanz eines Hermelins eigentlich aufgebaut ist wie der von einer Ratte. Der Rest besteht einfach nur aus Haaren und wenn das Hermelin aufgeregt ist, weil zum Beispiel so ein Greifvogel hinter ihm her ist, dann kann es diesen Schwanz auch nochmal aufplustern, sodass das alles nach noch mehr aussieht, als es eigentlich ist. Die Lebenserwartung dieser Tiere in der Natur ist nicht ganz so hoch. 1 bis 2 Jahre, sagt man, wird so ein Hermelin alt. Es hat eben sehr viele Feinde und braucht so viel Nahrung am Tag, dass es auch nicht immer gewährleistet. In menschlicher Obhut sieht das dann schon ein bisschen rosiger aus, denn bei uns ist das älteste Hermelin 10 Jahre alt geworden. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Damals wurden diese Tiere sehr stark gejagt, wegen ihres Winterfells. Vielleicht kennen Sie diese weißen Königsmäntel mit schwarzen Punkten drauf. Die sehen vielleicht auch recht schick aus. Das Traurige daran ist aber, dass es sich dabei um Hermelin handelt. Die Jagd war recht aufwendig, denn wenn man so ein Tier schon mal in der Natur hat, kann man natürlich auch nicht einfach darauf schießen, denn sie sind sehr klein und das ganze Fell wäre zerstört gewesen und die ganze Jagd umsonst. Das heißt, man musste andere Methoden anwenden, hat also damals schon Nebenfallen genutzt, mit etwas Nahrung präpariert, sodass die Tiere da reingelaufen sind. Die kamen dann nicht wieder raus und so hat man die Tiere eben gefangen. Die Problematik daran ist, dass man die Fallen regelmäßig kontrollieren musste, weil sie eben so viel Nahrung brauchen am Tag und das auch wirklich über den Tag verteilt. Außerdem passiert es bei den Hermelinen recht schnell, dass sie in Panik geraten, wenn sie keinen Ausweg sehen und sich dann in dieser Panik das Fell zerreißen und auch dann wäre die ganze Jagd umsonst gewesen. Weil das alles so eine kosten- und zeitintensive Sache war, war es dann wirklich nur den hohen Würdeträgern und Königen vorbehalten, die
diese Königsmäntel zu tragen. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite, hier an der Hermenheide. Haben Sie denn noch Fragen, die ich beantworten kann? Sie sind jetzt alle nur gleichgeschlechtlich aufgehoben. Ganz genau. Also hier auf dieser Seite leben die Männchen und in den anderen beiden Gegenden, das sind die Weibchen. Und wenn Ihnen jetzt zwei sterben, dann tun Sie mal wieder zwei zusammen, oder? Also wir haben im Hintergrund ja auch noch welche, wir haben noch eine Forschung, da halten wir auch noch einige Tiere. Da sind auch gerade zwei zusammen, bei denen wir hoffen, dass es da noch Nachwuchs gibt. Also eigentlich haben wir bei den Hermelinen nie Probleme, es wird eigentlich nie eng. Und wenn sie sich vermehren, dann können das auch schon mal 8 bis 10 Jungtiere sein. Also da ist dann eigentlich für alles gesorgt. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann geht es gleich weiter am Otterteich. Kannst du einmal den Weg hier runtergehen und dann rechts abbiegen. Und direkt hinter den Bäumen dort ist der Otterteich. Wir können dann entweder über die Brücke gehen, da kommt man dann auf eine Empore oder eine andere Brücke. Oder wir gehen noch ein Stück weiter und biegen dann links ab. Da gibt es auch noch eine Empore. Man kann aber von überall sehr gut sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Yes.